unserer Cross-Serie, Cross-Kicks. Theoretisch könnte man natürlich auch sagen, auch das sind Cross-Kicks. Oder auch Crossovers. Es gibt aber auch noch eine andere Bezeichnung für oder einen anderen Move, der sich unter Cross-Kicks verbirgt. Das ist nämlich zuerst der Cross. Wenn wir unseren Crossovers und Cross-Steps habe ich ja erst diese Rocking Motion zur Seite, wo noch gar kein Cross passiert. Bei einer Bezeichnung der Cross Kicks, wie gesagt, geht es sofort über Kreuz. Deswegen vielleicht ganz, kann man sich ganz gut merken, Cross Kicks sind direkt across. Und was mache ich da? Ich kreuze mit kompletter Gewichtsverlagerung, kreuzen und Side Step. Kreuzen und Side Step. Letztendlich komme ich einfach wieder zurück auf meine Linie und bei den Cross Steps bleibe ich hier und habe eine Pause und kann mit dem anderen Fuß weitermachen. Die Cross Kicks sind immer repetitive on one side. Cross und Side Step, also rechts, links, rechts, links, rechts, links, Cross und Side Step. Also man hat auch einen Side Step, aber erst am Ende von Vorbeats. Der Anfang der Vorbeats ist wirklich One, Two, nämlich der Cross und dann der Side Step. Cross und Side Step. Geht natürlich auch mit der anderen Seite, also auf der anderen Seite gecrossed mit dem linken Fuß über rechts und Side Step rechts und Side Step rechts, Cross, Side Step, also zur rechten Seite hin mit natürlich dem linken Fuß links über rechts. Oder rechts über links. Letztendlich sind es vier Schritte. Man kann es vom Styling her auch ein bisschen auch dynamischer gestalten, indem ich ein bisschen mehr reinspringe und immer den Fuß, der frei ist, auch ein bisschen nach oben nehme. Cross, Kick, Side, Step, Cross, Kick, Side. Also wesentlich dynamischer. Immer den Fuß, der gerade frei ist, mit dem versuche ich ein bisschen zu kicken, indem ich ihn einfach höher nehme. Oder auf der anderen Seite Cross, Kick, Side, Step. Und dann kann ich natürlich auch wechseln zwischen rechts und links. Nehme mal eine kurze Pause zwischendurch machen und sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, oops. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was euch hilft, ist auch der Twist in eurem Körper, wenn ihr hier den Cross macht, also quasi verdrehen, verdrehen, verdrehen. Das hilft für die Balance und für die Dynamik. Und natürlich auch der leichte Bounce. Noch einmal von der anderen Ansicht, auch auf beiden Seiten. Beginnt mit dem rechten Fuß über links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cross kicks. Vielen Dank.